Gibt es eigentlich den gesunden Dicken? Das ist eine Frage, die seit vielen Jahren immer wieder kontrovers und heiß diskutiert wird. Es gibt sehr wohl deutlich Übergewichtige, die völlig normale Laborparameter haben für Blutfette, für Blutzucker und auch für den Blutdruck. Aber reicht das, um sie als gesunde Dicke zu bezeichnen? Wo man sich einig ist, ist, dass der Stoffwechsel eine höhere Priorität, also eine größere Bedeutung für die Gesundheit hat als der BMI, also der Body Mass Index. Was nicht heißt, dass der Body Mass Index völlig egal ist. Aber eindeutig sicher ist, dass ein hoher BMI plus ein ungesunder Stoffwechsel, also eben doch erhöhte Blutzucker- oder Blutfettwerte, dass das auf jeden Fall ein massiv hohes Gesundheitsrisiko in sich trägt. Meine persönliche Meinung ist, dass es ab einem BMI von über 35 kaum noch gesunde Dicke gibt. Dafür aber sehr viele unbekannt ungesunde Dicke.